So, was haben wir noch? UFO. UFO ist geil. UFO ist auch voll auf dem aktuellen Drip unterwegs. Ja, der ist mittlerweile für mich auf jeden Fall Top 3, was aktuellen Ami-Shit angeht. So. Also der ist wirklich auf dem aktuellen Ami-Film und bringt den fast 1:1 mit hier rüber. Und wenn der Bruder auf dem Feature ist mit Future oder mit Lil Baby und Luciano, dann geht der nicht unter. Ja? Wirklich. Also ich finde das richtig geil, was der abliefert. Der kann einfach mithalten, weißt du? Ist konstant. Hanne Black Dolphins. Wir haben ja echt nur die Top-Videografen. Warum ist das verschwunden? Shao Casado und Hanne Black Dolphins sind auf jeden Fall Favorites von mir. Was das ganze Musikbusiness angeht. Musikvideo-Business. Ich will allein sein, wenn ich mein Geld. Follow my follow switch my dream every day. Hier haben wir jetzt natürlich nur Vibe, ne? Hier müsst ihr auf den Vibe. Ihr müsst den Vibe spüren. So, das, wofür sich die Leute bei mir oft lustig machen, Vibe, Gefühle, Energie, das ist hier wichtig. Bruder, das ist auch richtig, guck mal, mit der Geldzählmaschine, mit den Twinkies im Hintergrund. Ami-Shit. Oh shit, man. Beşiktaş'ı din, man. Haben wir hier Beşiktaş-Fans? Haben wir hier Leute, die Beşiktaş-Fans sind? Auch geiler Beat, Mann. Auch mit was sind das, Glocken im Hintergrund? Gibt einen leichten, so einen hausigen Vibe, ja? So ein bisschen diese Hausrichtung. Feier ich. Geil. Ist in der Türkei, wa? Ja, Mann, Türkei. Voll geil. Boah, die Hook finde ich so geil, Freunde. Ich glaube, das wird ein Song in der Playlist bei mir. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag das, wie es ist, ne? Longer. Das wird ein Ding für die Playlist auf Spotify. Auf Spotify. Geil. Voll süß. Wie sieht eigentlich die Drug-Situation aus bei dem Bruder? Hat der nicht auch mal irgendwie aufgehört? Aber ich glaube, mit Lean hat er aufgehört, ne? Und die Buffy-Vibes? Sind die noch da? Habt ihr da aktuelle Informationen für den Bruder? Da geht's halt nur um Drip, um Ice, um Flex, um ich bin der krasseste, ich habe die krassesten Schuhe, die krassesten Uhren, die krassesten Hosen, die krassesten T-Shirts, Bruder. Aber das ist auch vollkommen okay, finde ich. Was ich immer finde, ist, dass es einen guten, ja, einfach eine gute Mischung von allem gibt, ne? So, dass dieser andere Rap nicht untergeht und dass die Leute, die eine Message haben und die irgendwie was versuchen mitzugeben, nicht zu wenig werden. Und das sehe ich ganz klar. Da sehe ich jetzt zum Beispiel gerade, also jetzt gerade von meinen Reactions, sehe ich halt gerade optimales Beispiel Contra K im direkten Vergleich quasi zu UFO 361. Da merkst du einfach, es sind zwei verschiedene Künstler, die auf zwei verschiedene Sachen auch ihr Augenmerk legen und beide machen ihren Scheiß geil und beides kriegt eine richtig geile Reichweite, kommt an, das heißt, ist für alle was dabei. Weißt du, was ich meine? So, da braucht man nicht meckern. Ich sag das, wie es ist. UFO in auf jeden Fall.
Er will allein sein, wenn er sein Geld zählt, verstehst du? Drip it in, man. Ich bin halt auf ganz anderen Fashion. Also guck mal, ich laufe halt so rum, ne? Ich bin wahrscheinlich für diese neuen Leute, also die neuen Swags da tragen und so, bin ich wahrscheinlich voll der Opa, so der voll hinterm Mond lebt, so wahrscheinlich, ne? Weil die tragen ja jetzt alle so enge Hosen und so, ne? Ich glaube, das ist so der Drip. Nice one. Nice one. Shoutouts gehen raus, Props an UFO. Geiles Ding. Action.